Hey Leute, was geht? Ihr lest richtig im Titel. Der M4 muss in die Werkstatt und ich erzähle euch jetzt, was los ist. Und zwar habe ich den Wagen jetzt seit knapp 2 Monaten. Ich bin keine 3.000 oder 4.000 Kilometer damit gefahren. Und die ersten Sachen sind mir schon aufgefallen. Ein paar Sachen davon schon am ersten Tag. Und ich dachte mir immer, okay, vielleicht ist es einfach so. Das gilt es jetzt herauszufinden. Ich habe ungefähr 4 Beanstandungen. Und die liste ich euch mal vor. Habe ich leider jetzt gemerkt, Richtung Herbst. Cabrio, Dach auf, Nackenheizung, Fahrerseite geht nicht. Denke ich mal, ist auch im schlimmsten Fall nichts Teures. Ne? Was kostet so ein Motor? Keine Ahnung. Was das Problem ist, finden wir heraus. Nächste Sache, die ein bisschen nervenaufreibend war, bin ich ehrlich. Es fing an, ab und zu steht die Kiste auch mal auf der Straße nachts. So leid es mir tut, ich bin auch mal zu Besuch irgendwo oder auch mal unterwegs. Das letzte Mal hat mich ein Nachbar, da wo der stand, darauf hingewiesen, hey, um 3 Uhr oder so nachts ist eine Alarmanlage angegangen. Und mir sind direkt alle Sicherungen, Leute, ihr wisst, ich habe voll das Trauma mit Laternenparken über Nacht. Mir wurde das Lenkrad mal geklaut. Und allgemein so Sachen wie Felgendiebstahl, das liest du halt jeden Tag, ne? Und dann sagt er mir eiskalt hier um 3 Uhr nachts Alarmanlage an. Und ich denke mir, was jetzt? Erstmal dachte ich, okay, vielleicht hat es irgendwer wen erschrocken und er ist wieder weg. Schon schlecht geschlafen, ich bin ehrlich. Nächster Tag, gleicher Nachbar sagt, ey, schon wieder um 1 Uhr. Und ich bin rausgeprescht und da war niemand. Ich denke mir, ey, Gott sei Dank habe ich so aufmerksame Nachbarn. Im Endeffekt, jetzt freue ich mich drüber. Und ich dachte mir, okay, vielleicht hat es irgendwer einmal versucht, zweimal versucht oder was auch immer, weil so oft ist der Alarm jetzt nicht angegangen. Aber von der Nacht an ist der Alarm 2-mal in meiner Anwesenheit danach angegangen. Einmal kurz nach dem Abschließen bei mir in der Garage. Kein Mensch war da. Niemand hätte auch nur blöd reingucken können. Es war wirklich, ich stand daneben. Alarmanlage geht an. Und es ist sehr nervig, wenn die Alarmanlage angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendein Defekt ist. Ich dachte erstmal, Leute, übrigens, wer noch nicht folgt, schaut bei Instagram AmirXAmeri und bei TikTok vorbei, weil so eine Sachen als allererstes teile ich dort mit euch oder hole eure Meinung. Dachte ich ja, dass die Bordnetzbatterie einfach gering ist, weil der wird nicht so oft bewegt. Oder zu der Zeit habe ich den vielleicht einmal, zweimal die Woche gefahren. Aber auch dann, Leute, darf das Bordnetz nicht so gering werden, dass die Alarmanlage von alleine angeht. Deswegen bin ich mir fast sicher, dass da auch irgendein Defekt ist. Kann im besten Fall irgendein Sensor sein, kann aber auch im schlimmsten Fall eine neue Batterie heißen. Und ich glaube, bei dem M4 sind die ziemlich teuer, weil das ist Lithium-Ionen-Batterie. Muss ausgelesen werden, checken wir auch ab. Jetzt Leute, das, was mir von Tag 1 Sorge bereitet hat. Ich habe schon mit ein paar M-Fahrern und Sportwagen erfahrenen Jungs von mir gesprochen. Die sagen mir, es ist so. Aber ich will euch mal zeigen. Der Sound ist schön, wie immer. Ich will euch mal zeigen, was ich meine. Aus der hinteren Rückbank kommt, ich versuche es zu reproduzieren, im egal welchen Modus, ne, ob es Sport, Efficient oder was auch immer ist, kommt mir so ein metallischer Schlag, sobald ich das Gas wieder loslasse oder fahre. Ich versuche echt, ich bin jetzt mal leise, wir machen hier eine Runde um den Parkplatz und reproduzieren das mal. So. Start, stopp erstmal aus, die verdammte Scheiße. Okay, jetzt Achtung. Habt ihr es gehört? So, klack. Und jetzt, ich reproduziere jetzt, Moment, ich gehe kurz vom Gaspedal. Warte. Klack. Ich mache es noch ein paar Mal, damit ihr genau wisst, was ich meine. Hört man das? So wie so ein Klack. So als würde irgendwie nicht ein Gang reingehen, weil ich bin die ganze Zeit im ersten Gang, sondern als würde das Differential hinten irgendwie Spiel haben, Leute. Und das, wenn ich Differential schon erwähne, dieses Klack, das nervt mich. Wenn ich das höre, es hört sich nicht gesund an, wenn du mich fragst. Der Sache gehen wir auch auf den Grund. Meine Befürchtung, hinteres Differential kann sehr kostspielig werden, kann irgendwas locker sein, kann irgendwas abgelutscht sein, muss BMW mir sagen, ganz ehrlich. Und dass andere Leute manchmal im Stand auf Sport Plus oder auf der Ampel, sage ich mal, auf D1 im Drive-Modus, ich zeig's euch, habe ich das Gefühl, dass der einen ziemlich unruhigen Leerlauf hat. Es kam schon hin und wieder vor, dass der wirklich wie so ein kleiner Ruckler, so ein Aussetzer, so, weißt du, da hat so kurz der Hintern gewackelt. Das werde ich auch checken lassen. Es ist kein Engine Light On, nichts Beunruhigendes, Gott sei Dank. Aber ich habe von Kollegen erfahren, das könnte auch so, weißt du, Zündaussetzer könnte auch ein Anzeichen sein für was Unschöneres. Und das wollen wir nicht hoffen. Deswegen, Auto geht zu BMW, die wissen schon Bescheid. Mein Autohändler hat auch schon Bescheid bekommen. Ich habe ja Gewährleistung, Leute. Für was habe ich sonst bei einem Händler gekauft? Wir gehen den Sachen auf die Spur.
Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis später. So Leute, für euch eine Minute, für mich einen halben Tag Schwitzen vorbei. Ich habe den Wagen wieder. Er war bei BMW, wurde ausgelesen. Und ich würde sagen, fangen wir mal an. Was wurde behoben? Was war ein Problem? Und was war vielleicht falscher Alarm? Zuallererst, Leute, in der Zwischenzeit habe ich mir ein bisschen die Gedanken vertrieben mit einem Parfümkauf. Für alle, die keinen Bock haben, spult einfach vor. Aber ich muss es mit euch teilen. Parfüm de Mali, Haltane heißt der, glaube ich. Sehr, sehr geiler Duft. Habe ich mir jetzt gegönnt. Neuerscheinung von denen. Eigentlich wollte ich Pegasus Exclusive, weil ich habe Pegasus schon und seit Jahren und liebe den. Aber der extrem geile, ja, würzige, udige Note kann ich nur empfehlen, Leute. Brutal, wirklich geiler Duft. Aber ihr wollt wissen, was mit dem M4 ist. Er kam zurück aus der Werkstatt, wurde ausgelesen, wurde Probe gefahren vom Meister. Und ich würde sagen, fangen wir mit den einfachen Sachen an. Alarmanlage war tatsächlich nur der Sensor, Gott sei Dank. Der Innenraumsensor war es, also keine Batterieschwäche oder irgendwie sowas, sondern wurde ausgetauscht, müsste jetzt fertig sein. Sorry an dieser Stelle an alle Nachbarn, die ich nachts geweckt habe oder tagsüber genervt habe. War keine Absicht, haben wir behoben. Auf Kulanz sogar, korrekterweise. Liebe Grüße an meine Leute bei BMW. Dann hatten wir noch hier Nackenheizung Fahrerseite. Ist auch vom Tisch, die war ausgehangen, wurde wieder reingesteckt und ist somit auch wieder funktionsfähig. Habe ich direkt mal getestet. Werde ich auch gleich noch oder bald noch im Herbst extrem brauchen. Dann die anderen Sachen, Leute. Hier, Differential und unrunder Lauf. Wurde Probe gefahren. Aussage vom Meister war, ist halt so. M-Fahrzeuge weisen dieses Verhalten auf. Es kann mal lauter sein, es kann mal leiser sein. Wir haben einen Kulanzantrag gestellt auf neues, ich weiß nicht, ob er Differential beantragt hat oder irgendwie sowas in die Richtung. Auf Kulanz, vielleicht geht's, vielleicht nicht. Es ist aber was, damit muss ich leben. Ich kam von einem 280, Leute, das Ding war wie Butter. Es hat ja auch keine Leistung wirklich abbekommen. Und in dem Sinne war ich einfach dieses weiche Getriebe und dass man wirklich nichts hört, gewohnt von Mercedes. Weil korrekterweise, man muss zugeben, Mercedes ist wirklich butterweich. Ne? Fährt sich wie auf einer Wolke, was das Getriebe angeht. Der auch, aber der hat halt ein bisschen mehr, der braucht ein bisschen mehr Feingefühl, der M. Der braucht ein bisschen mehr Liebe. Und unrunder Lauf wurde auch nichts festgestellt. Die sind wohl ein bisschen so, wenn du auf D hast, so ein hochmotorisiertes Aggregat, das hat halt manchmal so ein bisschen unruhigen Lauf, will ich es nennen, aber nicht so Aussetzer. Es waren natürlich keine Zündaussetzer, Leute, und die Drehzahlnadel war immer gleich. Aber du hast schon ein bisschen gemerkt, da tänzelt ein bisschen was, so, weißt du, irgendwas an der Haube kitzelt, weißt du. Bin ich alles nicht gewohnt, Leute. Im Endeffekt war der Werkstattbesuch nicht umsonst. Zwei Sachen wurden auf Kulanz behoben, wurden entdeckt, da habe ich mir nicht nur was eingebildet und der Rest wurde jetzt wenigstens abgecheckt, Leute. Ihr müsst verstehen, wenn ihr euch so eine Kiste gebraucht holt, wenn ihr euch nicht 110% sicher seid, wie die gefahren wurde, lasst lieber alles checken, solange ihr Gewährleistung habt und den leisesten Verdacht habt. Bevor ihr drauf sitzen bleibt, seid euch nicht zu stolz. Leute, klar, ein Werkstattaufenthalt ist nie angenehm, aber ich sag mal, besser, also mir geht's jetzt zu Hause mal besser danach. Ich weiß jetzt, ich kann das Baby weiter pflegen und hegen und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir mit irgendwas unsicher bin, so nach dem Motto, boah, könnten Getriebe oder Motorschaden auf dem Weg sein, dann habe ich auch gar keinen Bock mehr, irgendwie das Auto zu pflegen und waschen und tunen, weil logischerweise, du hast im Kopf, ey, es können tausende Euro Rechnungen auf dich zukommen, dann lass mal lieber einmal waschen, warte erst mal, bis es alles, sage ich mal, vom Tisch ist. So Leute, er ist dreckig, verzeiht mir, film am besten nicht das Heck, aber ich habe euch eigentlich schon im letzten Video alles gezeigt, ich verlinke das hier, checkt das Carbon-Kit ab und ich denke mal, so macht er wieder Spaß. Die Front ist am besten geworden, Leute, ehrlich. Die gefällt mir richtig gut jetzt. Für alle, die fleißig verfolgen bei TikTok, die wissen, die weißen Sitze, die haben es mir schon hier, die habe ich schon geschafft, ein bisschen zu versauen. Ihr seht da schon ein bisschen Abdruck. Ne? Also egal, was ihr anzieht, es ist nicht immer nur die Blue Jeans, auch so eine schwarze Lederjacke kann euch den Sitz versauen. Mal gucken, was ich damit mache. Also es geht auf jeden Fall weiter mit dem M4. Soll ich noch das Parfüm auspacken? Ja gut, dann steigt noch mal ein. Wir packen das aus, weil ich muss euch die Flasche zeigen. Das ist sehr geil. Ich sage euch ehrlich, allein die... Boah, guckt euch mal dieses Flakon an. Das wäre auch eine Idee für das Auto, ne? So folieren mit goldenen Akzenten, goldene Felge. Geil. Geiler Duft, Leute. Das ist das Erlebnis. Checkt eure Parfümerie ab. Parfüm de Mali, eines der geilsten Häuser, was das angeht, Düfte. Und, boah, brutal. Ich muss mich jetzt erstmal... Warte.
Brutal, Leute. Ey, das ist es wert, wirklich. Parfüm ist zwar eigentlich Geld, was du in die Luft sprühst, aber brutal, Leute. Und keine Werbung an dieser Stelle. Ich krieg keinen Cent dafür. Das ist einfach nur Leidenschaft. Riecht gut, oder? In diesem Sinne, Tag ist gut geendet, Leute. Wir können wieder durchatmen, oder ich jedenfalls. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.